Guten Morgen. Vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen, deswegen immer vor jedem Video jetzt ein kleiner Teaser. Also Limited Sticker Set Verkauf läuft. Bedeutet, loggt euch auf der Webseite ein, www.independent-jobbers.com. Ihr könnt in den Webshop gehen, da findet ihr das Limited Sticker Set für 20 € plus 2 € Versand, inkludiert in dieses Sticker Set oder in den Kauf dieses Sticker Sets. Ist die Custom Bike Verlosung, wie angekündigt, und natürlich die 2,50 € für den guten Zweck. Eine Sache noch, lasst euch nicht von euren Auftragsnummern irritieren. Ihr bekommt ja nach der Bestellung entweder per E-Mail oder dann mit dem Versand des Stickers jetzt eure Rechnung. Und auf der Rechnung schaut ihr bitte unter Rechnungsnummer. Und diese Rechnungsnummer, die da steht, ist auch eure Losnummer. Also, wie gesagt, fleißig kaufen, weil, um es nochmal zu wiederholen, ihr steuert, wie krass die ganze Geschichte wird. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir irgendwas Cooles für euch machen. Also, peace and out. In die Kamera. Habe ich doch gar nicht gemacht. Da war ein Independent Shoppers Logo nur drauf. Und keiner sagt was dazu. Keiner sagt hab was ich meinen dazu. Arsch gezeigt? Ach stimmt, ich habe meinen Arsch gezeigt. Keiner schreibt was dazu. Ja, die trauen sich nicht über so einen faltigen alten Arsch nee, ich was zu verstehe das sagen. Nicht. Verstehst du das, Leon? Wie geht das denn? Wobei, dann können wir das im Video auch zeigen, weil ich vermutlich auch nichts habe. Nein. Nee, das sind ja wieder wir. Ach so, stimmt. Bei uns werden sie wieder alle meckern. So. Bei ihm, er kann ja eh machen, tun, was er will, da meckert ja kein Mensch. Nee, nicht, mir ist warm genug. Hau ab! Geh, Abstand. Lass mich einmal. Abstand. Bitte einmal. Wie die Merkel sagt, eine Armlänge eine Abstand. Armlänge. Das war doch nicht die Merkel, das war doch die Bürgermeisterin von Köln, oder? Nee, hast du denn graue Haare auf den Armen? Immer schon, ich bin alt. Guck doch mal. Da du mir ja den Nasenhaarrasierer geklaut hast, kann ich mir meine Armhaare nicht rasieren. Ja, teilweise. Teilweise. Nur mit Klamotten. Wir warten mal, bis die Herrschaften weggefahren sind. Ja. Wie war denn dein Urlaub? Mein Urlaub war natürlich kurz, wie immer. Und ich kann ja nicht so lang. Ich kann ja nicht so lang. Ciao. Wir waren auf dem Campingplatz an der Ostsee. Ersten 4 Tage waren wir sind angekommen. Es war die ganze Zeit schönes Wetter. Wir sind angekommen. Es hat geregnet und war kalt. Das wundert mich gar nicht. Zum Glück ist es dann Donnerstag richtig heiß geworden. Also waren wir noch am Strand und bla. Die Kinder waren happy. Ja. Also war cool. Mhm. Wunderbar. 9 Tage. Okay, schön. Ja, letzte Woche kam mir ja das Video hier von Belgien. Das war ja relativ spontan gedreht von uns. Es war ja auch eigentlich gar nicht angedacht für ein wirkliches Video. Das muss man vielleicht mal kommunizieren. Ja. Genau. Eigentlich haben wir, die Jungs waren ja, eigentlich wären die beiden gar nicht da gewesen. Genau, richtig. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ihr müsst kommen, weil wenn sie euch schon erlauben zu einladen, kommen ja. oder einladen, die haben mich ja eingeladen. Ja, ja. Wir haben uns ja auf der Messe getroffen und dann habt ihr ja so ein bisschen Kontakt geknüpft. Und dann sind sie ja auch relativ spontan gekommen, die beiden. Und wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen, ihr wart schon sehr überwältigt ja. von der Anzahl der Fahrzeuge. Ja. Und dieser Film, den Leon gemacht hat und auch Basti mit der Drohne, war eigentlich nur für die Jungs, um mal ein bisschen was zusammenzuschneiden. Deswegen sind auch keine Soundfiles Nein. drauf, keine Kommentare. Wir haben leider, leider ganz viel nicht gefilmt. Bastis Ritt auf dem Dreckstyle. Ja. Ja, wir haben einfach nicht damit gerechnet, Man dass wir es ausstrahlen. Einfach sagen, wir leben ja auch in der Situation einfach. Wir sind genau. die Letzten, die jetzt denken, boah, wir müssen das jetzt alles filmen und Nein. so. Wir leben einfach in der Situation und dementsprechend denken wir auch nicht mal daran, irgendwie alles zu filmen. Nein. Aber man hat ja mal so ein... Hm? Noch nicht Influencer genug. Nein, das werden wir auch nie werden. Nein. Ja, dafür sind wir einfach zu... Ja... Ja, normal nicht. Ja, weiß ich nicht, wie man es nennt. Einfach. Ja, einfach. So. Einfach gestrickt. Ja, wir haben Spaß. Wir ja. drehen am Rad und dann denkt keiner über eine Kamera nach. Nein. Aber ich denke mal, für so einen kleinen Einblick war das schon ganz okay. Also wir hätten da, wir haben natürlich im Nachhinein auch gesagt, überleg mal, wie viel Bike-Porträts ja, also wir hätten drehen ja, können. Ja, aber dann hätten wir ja auch keinen Spaß gehabt. Dann genau. wäre es nur Arbeit gewesen. Genau, richtig. Ja, so. Eigentlich hätte es da Content für ein halbes Jahr drehen können. Für ein Jahr.
Allein nur von der Anzahl der Videos und Anzahl der Motorräder. Ja. Und auch der Situationen. So. Ich meine, ja, ganz viele Situationen wurden ja nicht gezeigt. Ja? Ach, manchmal ist es auch besser. Mhm. Ich glaube, wir müssen nicht immer alles filmen. Nein. Deswegen war ja auch der Teaser, den ich habe ihn mir mal gestern in Ruhe angeschaut. Wir müssen uns dafür entschuldigen. Ach, du, ach über eure... ihr hattet doch schon ein bisschen was getrunken, glaube ich. Nein, kaum. Hat einen Grund, warum wir am Roller saßen. Oder Ron, Roller aber saßen. Ronny hat sich auch nicht beschwert, dass du ihn Rocky genannt hast. Adrian! Ich weiß auch nicht, wie ich auf Rocky gekommen bin. Ich hab's mir nur angehört, ihr habt mir es ja geschickt. Ich war ja noch im Urlaub, ich habe die Jungs gebeten, pass auf, nur wenigstens eine kleine Einleitung, um den Leuten zu zeigen, warum da jetzt keiner was sagt und spricht. Das passiert natürlich dann, wenn wir... Dann haben die natürlich den Kanal schon wieder voll gehabt in Willingen. Was machst du denn? Diese Viecher hier, Mann. Die Fussel, die Fluse verfolgt dich. Und wir ich muss sagen, du hast heute ein sehr schönes T-Shirt an. Ist das so? Ja. Schön, du auch. Dezent? Ja. Hat sich am Anfang immer ein bisschen gesträubt. Ja. Ich hoffe, wir haben uns in Willingen nicht daneben benommen. Ich muss auch sagen, das Wochenende sitzt noch in den Knochen drin. Also wirklich. In den Knochen? In den Knochen auch. Also nicht falsch verstehen. Ja. Das ist Sie haben beide einen Boxautomat Schaden. Ja, wir haben ihn den Boxautomaten vergewaltigt. Der Boxautomat, der hat jetzt einen Schaden. Connor geht's auch nicht ganz gut. Gut, okay. Vielleicht, wir lassen einfach mal so im Raum stehen, ne, Leon? Ja. Mann! So, ey. Connor, ich glaube, du musst hier rüberkommen. Schöne Seite, Schokoladenseite. Connor kommt hier rüber. Komm mal rüber. Connor. Ich muss dazu sagen, wir können nichts dafür, dass es wieder ein schwarzes Motorrad ist. Ist es nicht schwarz? Ja. Es ist Mercedes Magno Grau Matt, glaube ich. Für mich ist das einfach schwarz. Ja, okay. Ja? Wir können nichts dafür, das sind immer deine Kunden. Richtig. Das stimmt wirklich. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr euch Farbe wünscht, dann müsst ihr halt auch Farbe machen. Genau. Aber ihr selber habt wahrscheinlich auch ein schwarzes Motorrad. Ja. Seid mal ganz ehrlich, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Welche Farbe hat euer Bike? Ich muss langsam wirklich sagen, es ist ja alles schön, aber man kann es nicht mehr sehen. Also für mich... Jetzt bist du das anders, wir sind noch aus dem Business-Effekt, aber ich jetzt. Nein, das sagen, Thema ist das. Wegen dem, weil halt früher hattest du halt andere Felgen, anderes hier, anderes da. Das ist immer das Gleiche irgendwie. Ja, hier ist allerdings zwei Sachen oder drei Sachen sind anders. Ein, aber grundsätzlich ist es ja, wir filmen ja gleich noch ein anderes Bike. Es ist da wieder ist es, das Gleiche. Richtig, ja. Also meckert nicht, ja, wir können nichts dafür. Wenn ihr die Farbe sehen wollt, kommt vorbei, gibt Frankie euer Bike und er macht daraus, weiß ich nicht, pink, blau, rot, orange, grün. Kirmes. Kirmes. Richtig Kirmes. Aber. Das muss man ja mal sagen. Das ist natürlich vorweggegriffen. Leute, die das Spiel schon sehr durchgespielt haben, das Game, die sind auch vielleicht bereit, zum Schluss eher auf Farbe zu setzen. Weil sie das wissen, haben wir ja gesehen in Belgien. Dass du dich nur noch dadurch unterscheiden genau, kannst. Genau, richtig. Weil viele haben geschrieben, boah, krass, es gibt ja auch mal andere Farben außer Schwarz. Richtig. Und das heißt, man muss auch vielleicht das Spiel mal durchgespielt haben. Und muss 5 Mille investieren. Genau, um dann zu sagen, ey, komm, wobei... ja gut, klar, wenn du jetzt anfängst mit richtig krassen Lackierungen, das kostet natürlich mehr wie jetzt so ein Lackierungen. Ja, natürlich. Dreimal so viel. Ja, okay. Mindestens. Wir fangen mal wieder von vorne an. Wir haben hier eine... ich habe noch einen Frosch im Hals von Samstag. Eine Fatboy, ich würde behaupten 2020, 22. Kann nur 20 bis maximal 20 sein. Wegen der Felge. Genau. Der Kunde kam zu dir an mit dem... Entschuldigung, der Kunde kommt ja auch von weiter her. War das Bike im Originalzustand? Es war bis. Er hat das bei Harley Erfurt gekauft, glaube ich. Bis auf den Jackal, der war schon dran. Und der Wunderkind-Kennzeichenhalter. Ja. Wobei wir die Platte erneuert haben. Ja. Weil sie hatten ihm die Platte relativ weit rausgesetzt. Weißt du, die Platte stand weiter draußen. Warum musst du das dann konntest du nicht einfach umbogen? Dann siehst du ja von hinten die Löcher. Du hast ja diese drei Füßchen oder diese zwei Füßchen. Da bist du jetzt so penibel geworden. Du wärst auch so penibel. Du würdest doch nicht die Löcher lassen. Ich eine Sache mehr stören. Darf ich dir wieder... Nee, ich sag's dir erst später. Okay. Der Leon weiß schon. Kam der Kunde, kannte er dich schon vorher? Nein, kam er durch YouTube. Ja? Mhm. Ja, vielen Dank erstmal dafür, für das Vertrauen. Man ja. muss dazu sagen, er war bei mir und parallel auch bei Jimmy, der ja nicht weit weg ist, Spirit Rider. Weil er auch gleich sitzbankmäßig sich das mal angucken wollte. Und da hat er den Termin verbunden und war dabei. Er hatte gar keinen Termin, ist einfach ganz spontan gekommen. Ich war auch beim ersten Mal nicht da, da sind sie noch mal was essen gefahren, glaube ich. Und dann kamen sie irgendwie eine Stunde später. Das heißt, den und dann Sitz haben wir bequatscht. Den Sitz hat er jetzt selber direkt mit Jimmy gemacht. Genau, hat er mit Jimmy besprochen und hat den gemacht, richtig. Ich würde mir mal behaupten, du hast jetzt an diesem Motorrad alles schwarz gepulvert oder lackiert, was man machen kann. Es ist
alles. Ich sehe kaum irgendwas, nee, außer den Tachoring. Er ist auch ein Kunde gewesen, was die wenigsten wollen, was für mich auch nicht unbedingt notwendig ist, der die schwarzen Motorschrauben genommen hat. Ich muss aber sagen, jetzt bei diesem Farbkonzept finde ich es gut. Ich auch. Weil sieht jetzt aber es wollen schon, die wenigsten. Aber kostet es sieht halt aus, auch irgendwie 300-400 Euro. Aus einem Guss. Ja, natürlich. Wo hast du die Schrauben her? Scroofer Bikes. Ah, da habe ich, glaube ich, auch schon was gesehen gehabt. Ja. Finde ich aber ganz, finde ich ganz cool. Ja. Weil ich finde, jetzt hat das wenigstens das Thema komplett durchgezogen. Richtig. Ha! Ich darf ja keine Kritik äußern. Doch, natürlich. Warum ist denn dieser kleine Hebel da nicht so schwarz, Matt? Welcher kleine Hebel? Da vom Schaltgestänge. Dann hätten wir den ganzen Primär demontieren müssen, nur um den Hebel zu schwärzen. Ich bin froh, dass du alle Schrauben ausgetauscht hast. Ja, aber ich muss ja das alles abbauen hier, das komplett. Was wird das kosten, nur das Ding schwarz machen? Mit Arbeitszeit alles? Du musst einen neuen Dichtsatz einbauen, wenn du schon abbaust? Ja. 200 Euro. Ach, finde ich? Ja. Aber, guck mal, du siehst aber hier auch jetzt zum Beispiel, Leon, film mal her, komm mal her. Du siehst aber jetzt hier auch, der Anlasser ist ja bei den Dingern auch Gussfarben, witzigerweise. Ja, ja. Ja, so, und das stört mich nicht. Und du hast ja die Motorschrauben auch noch in diesem, in normal verzinkt. Ja gut, wo hört man auf, wo fängt man an? Genau, ne? Richtig. Aber ich sag mal, vom Grundfaktor her ist das jetzt schön umgesetzt, weil es einfach wirklich komplett... Fällt dir jetzt zu den normalen Fett bei Umbauten was auf, was anders ist? Ich weiß es ja, weil du es mir gesagt hast. Aber... Ach nee, eine Sache habe ich dir aber nicht gesorgt. Also, der Tank ist verbreitert worden. Richtig. Das sieht schon fett aus. Hat die Blechfee gemacht. Ich sehe es nicht als notwendig an. Er wollte es aber unbedingt. Gab es einen Grund dafür? Nee, oder? Er wollte es haben. Er hat von Anfang an gesagt, er will den Tank verbreitern lassen. Okay. Und wir haben den Heckfender komplett frisch einzeln anfertigen lassen, weil er wollte den Heckfender, ich weiß nicht, ich denke, man sieht, er wollte auch kein Airride. Der Heckfender ist optisch hier oben flacher gezogen, nicht so bauchig, und geht länger nach hinten. Ja. Er hat einen längeren Überhang. Er wollte das auch so optisch. Und wir haben einen ganz anderen Frontfender angefertigt. Wir haben einen Rohling genommen, also nicht diese Standard-Rix-Fender genommen zum Beispiel, sondern haben aus einem Fender-Rohling einen anderen Frontfender gemacht mit einer längeren Seitenschürze. Du bist schon wieder so schnell. Lass uns mal beim Tank stehen. Okay, rein. Gut. Also, das ist dann der Originaltank, ja, der dann demontiert wird. Ja. Du gibst ihn ab bei der Blechfee. Man muss dazu sagen, das ganze Motorrad war bei der Blechfee auch wegen dem Heckfender anpassen. Okay, aber das wird dann alles demontiert? Der zerschneidet den einmal in 5-6 Teile. Und das heißt, wird der dann im Prinzip nur in der Mitte hier, genau, verbreitert? Genau, richtig. Das heißt, das Tankvolumen wird auch erweitert dadurch? Richtig. Weißt du, wie viel ungefähr? Das müsste man jetzt ausrechnen. Aber auf. 3 Liter vielleicht. Ach, echt? Wie viel breiter ist der jetzt als der Originale? Ich glaube insgesamt 7 cm. Das heißt, der wird aber bestimmt dann hier irgendwo, genau, verlängert. Richtig. Ja, aber sonst wird das ja nicht gehen mit dem, genau, Dashboard. Richtig, ja. Ich muss sagen, es hat jetzt ein bisschen die Form wie von so einer, wie heißt die Dinger? Big Dog? Big Dog so ein bisschen. Diese V8-Dinger, wie heißt es die? Gibt, meinst du? Es gibt, die Bilder sind relativ bekannt. Ich glaube, es ist ein russischer Customizer. Ja. Der diese Contrast-Cut gefressen hat. Ja, kenn ich. Ja. Das ist so ein bisschen... OMG oder irgendwie so heißt der. Ja, also ganz, ganz stark bei Insta. Also ich würde behaupten... Das ist so ein bisschen dem Style nachempfunden. Also ich würde behaupten, wenn du es einem nicht sagst mit dem Tank, würde es erstmal nicht direkt auffallen. Glaube ich auch, ja. Würdest du denn behaupten, dass jetzt der Tank die Form vom Bike verändert wirklich? Ja, wenn du jetzt von... Ja, wenn dadurch, du von hier stehst. Dadurch, dass der Frontfender ein bisschen massiver ist, ja, und der Heckfender länger, ja, finde ich es wieder stimmig. Für mich muss ein Tank nicht verbreitert werden. Das ist jetzt wirklich eine Kundengeschichte gewesen. Was kostet das ungefähr? Oh, ich muss jetzt gucken. Also ich schätze mal 700 Euro, 800 Euro bestimmt. Ohne Lackieren, nur das Verbreitern. Ja, nur das Verbreitern. Ne? Aber ich muss gucken, ich habe es nicht genau im Kopf. Weil es ist sehr, sehr aufwendig. Ja, kann ich Weil da muss ja hinterher auch wieder versiegelt werden, Drucktest gemacht, bla und so weiter. Wird das eigentlich geschweißt oder verzinnt? Wird geschweißt und danach verzinnt, ja, richtig. Gut, wenn der Kunde da Bock drauf hat und ihm gefällt, dann ist er damit zufrieden, warum nicht? Ne? Genau. Tachoring extra noch silber gelassen oder verchromt? Oder? Da gibt es ja, glaube ich, nur von Alibaba diese Cover. Mhm. Habe ich noch nie verbaut. Mhm. Finde ich jetzt nicht störend. Die haben noch gefehlt, die habe ich letztens erst noch bestellt hier beim Screws for Bikes. Ich würde mich freuen, wenn du auch irgendwas anbieten würdest, wo ein bisschen was von dir noch mit drin ist. Aber es ist mir zu plakativ. Also, und das ist jetzt... Ah, pass auf, was wir ja jetzt haben, die kommen jetzt ganz neu, sind ja die Derby-Bullaugendeckel mit Independent-Fräsung. Kann der Radu ja mal einfügen, das Bild. Genau. Ich schicke ihm das mal. Ich mag wirklich, ich sag dir auch warum. Ich gehe von mir persönlich aus.
ich mag manchmal so ein paar kleinere Akzente lieber. Wir haben ja einmal unseren Deckel nur. Das passt sehr schön da rein, finde ich. Ja. Aber ich finde jetzt... Das Bullauge finde ich auch noch okay mit dem Klarsicht. Ja. Aber, und das ist auch kein Hate jetzt gegen andere Leute, die Fettbaumbauten machen. Das ist mir manchmal zu viel. Ja? Ja, manchmal. Warte. Aber mir ist es zu viel. Aber ich finde so Kleinigkeiten, oder Leon? Ich finde das mal ganz nett. Anbieten, weil die Leute fragen ja schon oft nach, hast du irgendwas, kannst du was anbieten? Weil du kannst den Leuten das ja selbst überlassen, ob die es jetzt von dir haben wollen oder nicht. Weil wie gesagt, wir zeigen es ja dann auch nochmal, den Bullaugendeckel. Ja. Ja. Den haben wir ja. Das ist schön. Hast du uns auch gerade schon erzählt. Jo. Ich sag dir auch warum. Witzigerweise filmen wir ja heute auch noch die Grüne vom Philipp. Und er hat das ja anfertigen lassen. Also er hat ja gesagt, ich soll das machen lassen. Hat sie gefallen? Nee, pass auf. Wirklich die Wahrheit. Der Rick hat immer über Ecken ein Logo von mir gewollt. Der Olli hat immer zu mir gesagt, hast du eigentlich das Logo? Blablabla. Sag ich, ja, das habe ich abgelegt, aber nicht in der Datei. Warum? Ja, nee, Logo. Und jemand hat gesagt, du, der Rick will das Logo haben. Ich weiß nicht für was. Das ist gut. Jetzt habe ich gedacht, er wollte mich mit was überraschen, was mit meiner Lowrider ST. Macht er ja auch, weil es ja da dran kommt. Meiner Lowrider. Hast du gesehen? Und dann hat er wirklich, mit der du natürlich auch, ich fasse dich wieder. Nein, weißt du, das Problem nämlich ist, wenn ich mitfahren lässt. Hab schon zum Leon gesagt. Und ich glaube, das Ding geht nachher wirklich gut. Ich glaube es auch. Das wird schwierig dann. Also wie gesagt, Rick hat wirklich... Rick bietet ja... Danke, dass ich ausreden durfte. Entschuldigung. Sag was. Nee, jetzt möchte ich auch nicht mehr. Oh. Jetzt mach weiter. Stimmt, ich bin dir ins Wort gefallen. Tut mir leid. Rick hat wirklich auf eigene Kappe... Weiter, ne? Rick hat wirklich auf eigene Kappe, weil er ja die Bullaugen-Dinger auch anbietet. Du hast ja, glaube ich, auch eins drauf gehabt, gell? Auf der Deiner. Aber nicht von Ricks. Das war von Rix. Ja? Ja, natürlich. Oh, schön. Er hat die ja schon im Programm jahrelang. Ja. Und da hat er halt dieses Emblem reingepresst, ohne eigentlich das von Philipp zu kennen, okay. Muss man sagen. Finde ich schön. Ja. Kann man ja ein Bild einfügen, da sehen die Leute das. Also. Frank muss man zum Glück zwingen. Ja, das muss man oft. Das habt ihr ja auch gemacht. Ja? Ja. Also, das ist Stress. Es ist, man muss jetzt, was sagen, ich muss jetzt. Stress? Ich muss jetzt eine Sache nochmal dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video auskommt. Ich glaube, das Video kommt schon nächste Woche, gell? Ja. Ja, wir haben doch keins mehr. Genau, wir haben keins mehr. Deswegen haben wir auch unter der Woche jetzt, zum Glück haben die beiden Urlaub. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Glück zwingen. Ach so. Die beiden haben mich ja auch dazu gezwungen, ist das falsche Wort, aber überredet. Genötigt, mit der Sache anzufangen, die wirklich auch sehr viel Arbeit ist. Ja. Wissen wir alle. Und ich wiederhole. Aber da wollte ich zum Schluss im Video was drauf zukommen. Deswegen okay. Spar dir das. Gut. Da stelle ich dir nachher zwei, drei Fragen zu. Und dann. Also, haben wir gesprochen. Dank, okay. Sieht gut aus, passt. Heckfender ist Einzelanfertigung, Anführungszeichen, eine andere Form, Optik. Genau. Das heißt, wie gesagt, die Leute können zu dir kommen und können auch genau sagen, wie das nachher aussehen soll. Genau. Muss aber natürlich dann, technisch umsetzbar sein, das ist klar. Wird aber dann natürlich immer, da muss das Bike verbracht werden zum Jochen. Ja. Und in der Werkstatt vom Jochen wird das gemacht. Nee, doch nicht. Du hast eine Felge letztens gehabt, die war so strukturbeschichtet. War das die gewesen? Nein. Das ist Seiden. Das war sehr schön. Das ist Seidenmatt. Also nicht matt, sondern Seiden. Nee, wirklich. Das sah gut aus. Diese Strukturbeschichtung auf der Felge war cool. Mhm. Ich muss doch sagen, dass mir die neueren Felgen doch noch einen Ticken besser gefallen. Vorher fand ich sie nicht gut. Ich bin bei dir. Ja. Oh. Ich habe am Anfang gesagt, man braucht auf jeden Fall ein altes Modell mit Vollscheibenrädern. Ja. Wenn du die oval gefrästen oder gelöcherten siehst, beschichtet, finde ich sie heute auch besser. Sieht etwas freier aus. Ja, irgendwie. Man kann hindurchschauen. Frontfender ist auch, sag ich mal, etwas maskuliner gebaut. Genau. Finde ich, kommt der Terminator-Geschichte so ein bisschen näher. Finde ich aber ganz passend. Richtig. Oder? Ja. Leon, was sagst du? Ein bisschen massiger. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Radius von dem Frontfender gleich ist von dem Reifen. Den haben wir so das sieht, oder? Ja. Geh mal ein bisschen näher ran, bitte. Wirklich mal. Finde ich sehr schön. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch der Abstand. Mhm. Was ich leider sagen muss, dass mir das Reifenprofil, ich weiß, die Reifen sind sehr gut. Vom Großdeck. Du schwörst auf die. Findest du Avon besser? Ich finde die Optik auf jeden Fall besser. Von Avon? Ja. Mir ist das sieht aus wie so ein Regenreifen. Der Avon sieht ein bisschen sportlicher aus. Ja. Ich muss aber jetzt dazu sagen, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand zu mir sagt, wenn du jetzt sagen würdest, was würdest du drauf machen, würde ich sagen Crewstack, weil der Reifen halt sehr gut ist. Ja. Testergebnis bla.
Wenn du aber sagen würdest, ich finde Avon besser, würde ich dir genauso einen Avon drauf machen, weil auch der Avon ein guter Reifen ist. Wirklich. Ja. Ich sag mal, mit den Bikes fährst du doch nicht so, dass man das jetzt wirklich merkt. Nein. Zu dem Originalen bestimmt, da bin ich bei dir. Ihr dürft mir auch nicht böse sein, dass ich das jetzt so sage. Wir mussten gestern TÜV-mäßig, wir haben gestern ganz kurzfristig TÜV-mäßig was umstrukturieren müssen. Ich musste also zur Dekra fahren. Das habe zum Glück, vielen Dank nochmal an die Dekra, derjenige weiß Bescheid, falls er das Video guckt. Und dann bin ich mit dem Karton nach Solingen gefahren, auch über die Autobahn. Mit welchem Karton? Und ich muss sagen, wenn du da drauf sitzt und fährst du 140, 150 auf der Autobahn, ist jetzt auch nicht angenehm. Das kann ja nicht angenehm sein. Wenn ich schon bei meiner Loadlight mit 180 schon am Abheben bin, kann das darauf nicht bequem sein. Deswegen zum Thema Reifen ist es so, wie du schon gesagt hast. Wir reden auf jeden Fall von Nässe, also Grip. Ja. Aber, da bin ich bei dir. Aber wir wissen alle, wir fahren damit keine 200. Ja? Vielleicht mit der ST, ja. Aber da fahre ich wahrscheinlich nur einmal 200 mit und dann nie wieder. Ja? Kam ein Schlag noch weg, war er. Genau. Kennst du das Video mit dem Roller, wo die zwei weißen ob? Was mir sehr schön gefällt, sind die Endkappen von der Abgasanlage. Die hat war ja schon drauf. Finde ich sehr schön. Slashcard auf die Seite. Von den Street Fighter-Kappen immer. Ja, ich muss aber jetzt sagen, ich habe witzigerweise gerade vorhin einen Kunden da gehabt, der hat sich für den Außenverlag interessiert. Und dann habe ich ihm die jetzt gezeigt wegen den kurzen Krümmern. Ja. Wenn ich jetzt kurze Krümmer sehe, in der Konstellation, mit denen normalerweise drehen sie die ja eigentlich hoch. Ja. Das finde ich nicht so schön. Mhm. Aber wenn die so seilig gedreht sind, finde ich gut. Wahrscheinlich sogar besser als Drehfighter. Stell dich mal hier hin und jetzt überleg mal, welche Frage ich stellen könnte. Warum etwas nicht gemacht worden ist? Er meckert mich gleich wieder an. Die Auspuffschellen gedreht? Nein. Ach so, Bremsscheibe, ja, weil ich da neue Bremsscheiben hätte bestellen müssen. Also ich glaube, wenn du da jetzt Wave-Bremsscheiben drauf machen würdest noch, wollen witzigerweise die wenigsten. Aber dann würde ich den inneren Kranz. Gut, das wird natürlich bei der Bremsscheibe ein bisschen schwierig hier, wegen dem. Ja, das geht nicht, genau. Aber gut. Übrigens, Rick ist gerade am Zeichnen und am Konstruieren. Rick wird demnächst auch einen eigenen Full-Floater-Bremsscheibe, also eine Wave-Bremsscheibe rausbringen. Mhm. Hat er mir schon Bilder geschickt. Also die darf ich noch nicht zeigen. Er hat ein Game drin. Ja, er schießt sich, deswegen hat er auch so Bock auf das Projekt mit meiner ST. Er will so ein bisschen so ein paar Sachen machen. Performance-mäßig. So performance-mäßig. Auch Radial-Bremszange. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und du weißt ja, wir fahren da hin und dann guckst du dir das alles an. Mhm. Ich muss sagen, wie der Original Luffy drauf, finde ich perfekt. Gibt's wirklich nichts Besseres. Nein, überhaupt nicht. Kein Mensch braucht einen anderen Luftfilter. Auch das Emblem drauf finde ich alles passend. Ja. Ich finde es auch schön, dass du das Emblem wieder drauf gemacht hast und schön schwarz-matt. Das ist ja auch nicht immer so gewesen. Nee, schönes Bike. Was auch noch anders ist, noch eine Sache gibt es noch, die auch noch anders ist. Der Lenker? Genau, da ist ein normaler dicker Dreckbar drauf. Man muss dazu sagen, der Kunde ist größer als wir. Ja, ich hoffe nicht, dass er aussieht wie Leon, dann wird das nicht passen. Nein, er ist größer als wir. Und auch stabil. Also, also nicht fett, so wie ich, sondern... Das hast du gesagt. Größer. Nicht, dass das wieder nachher heißt, ich ärgere dich ja nur und würde dich nur dissen. Ja gut, das machst du ja, wenn die Kamera aus ist, sowieso die ganze Zeit. Darfst du aber. Ah. Ach übrigens, du hast dich auch gefreut über die Aussage, oder? Wo dich wieder einer so ein bisschen kritisiert hat. Ja, fand ich sehr schön von dir. Ja, ist auch so. Das ist auch die Wahrheit, was ich da gesprochen habe. Ist auch wirklich so. Vor allem Blender. Also ich habe mal ein bisschen umgefragt. Für mich ist aber ein Blender was anderes. Ein Blender ist ein Darsteller, der nichts drauf hat. Ja. Würde ich sagen. Naja, gut. Lass es mal so im Raum stehen. Du hast was drauf, aber stellst nichts da, oder ist das? Ich weiß es nicht. Siehst du, jetzt hat er mich gedisst. Können wir nach Willingi einladen. Den? Ja. Der Leon ist halt sehr floral unterwegs, gell? Ja. Guck mal. Leon ist glücklich. Zeig mal her, komm mal her. Warte. Leon war ja auch letztens mit mir einkaufen gewesen. Ehrlich? Da waren wir schön in Düsseldorf. Auch mit dem. Guck mal. Du musst nicht da reingucken, sondern du musst alle hier. Entschuldigung. Wo reingucken? Ich sehe überhaupt nichts hier. Nee, du musst auf den Bildschirm gucken. Ja, guck doch auf den Bildschirm. Ja, aber hältst du die Kamera schief. Die Kamera schief. Wie heißt denn dieses Shopping-TV? Wie heißt das nochmal, wo die immer präsentieren? Kannst du bitte so QVC. Mach mal so ein Catwalk hier. Geh mal rein in den Laden. Ich mach doch keinen Catwalk jetzt, komm, wir machen das zusammen. Wie kann man eigentlich mit deinem... Ja. Ja. Jetzt red ich mal.
drehen? Also ich muss gerade sagen, meine Kameraführung ist extrem beschissen. Wie war das gerade? Mal nochmal. Aha. Aha. Ah, das schon? Ja, 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 das schon. Ja, nimm du das lieber wieder. Wir waren schön auf der Kühe, ne? Wir beide. Oh, da war ich schon lange nicht mehr. Oh, das war auch nicht gut. Du willst dabei sein. Du willst dabei sein. Habt ihr Geld ausgegeben oder habt ihr Leute? Nein, kaum. Leute beschimpft? Wir haben aber Prosecco bekommen. Prosecco. Aber ja, ich glaube 4 Flaschen. Ja. Hier, nimm mit, sagt ihr. Nimm einfach mit. Nimm mit, ihr seid sympathisch. Ja. Okay. Gesagt, ja, draußen war der unser Kollege am Schreien, war am Telefonieren. Du weißt, wen ich meine, oder? Ja, cool. Hat er wieder geschrien? Immer. Immer. Also jeder konnte mithören? Ja, ungefähr. Können wir dieses Kfz mal, die Leute wollen das ja hören, oder Kraftrad? Oh ja, Soundfile. Bitte, Soundfile. Ja, dann starten wir. Tu mir mal einen Gefallen, du machst das immer so schnell. Ja. Und wir haben ja gelernt, muss ich auch wieder den Gang einlegen. Das machen wir jetzt aber nicht. Hier, nimm mal das Mikrofon, Leon. Ja, wir mussten den hier einsetzen, weil der hätte sonst angeschlagen an den Tank. Modus rein, Blinker, weißt du, beide Blinker. Blinken. Genau. Gut. Los. Ja. Pass auf, das Thema ist halt das. Nein, das Thema ist halt das. Seit wir das Nockenwellen-Video gemacht haben, sind wir verstrahlt. Ah, ja, komm, lass mal die Jungs da. Lauf vorbei. Ist das für dich oder für uns? Hallo. Guten Tag. Das ist für ihn. Und das da? Auch. Auch für ihn. Für ihn. Klingeln mal, wenn keiner da ist, nehme ich das an. Aber ich glaube, es ist jemand da. Deswegen ja auch Nockenwellepflicht. Ja. Ja, wie viele Minuten haben wir? Wir sollen nicht mehr fragen. Aber wir sollen nicht mehr fragen. Genau. Warum? Wieso? Die Leute sagen immer, wir sollen nicht mehr fragen. Ich frage aber, wie viel haben wir? 26. Ach, 26. Ja, ach, gut. Ja, Tasche wieder vom Jimmy. Auch schön, oh, ja, finde ich. Aber vergessen. Genau. Ja. Sattel Flow Design. Tasche irgendwie anders? Ja. Weil die anderen sind ja, sage ich mal, so Trapezförmig. Dreieck oder so, mehr find so dreieckig. Ja. Wie willst du deine Tasche haben? Wie ein Schuhkarton. Ja, ja, es sieht irgendwie... nein, es sieht eigentlich aus wie ein Schulranzen. Wie ein alter, ja, Schulranzen, ja, von früher. Finde ich aber auch schön. Auch mit seinen Bändeln natürlich wieder. Das liebe ich ja daran immer schön. Ne? Das sind Details. Ja, das ist einfach schön. Kann man als Schlüsselanhänger nachher benutzen. Sehr schön. Achso, ich hatte es nochmal filmen, Leon. Wir haben hier den... Basti hat eben den Knopf gesucht. Der Knopf kommt ja normalerweise hier an die Klemme. Der wäre aber jetzt aufgrund des verbreiterten Tanks angestoßen. Und deswegen haben wir den jetzt hier hingesetzt in die Mitte. Ach, Reifenbreite hinten original? Ne, 260 wieder. Also von 240 auf 260. Das heißt, geht ja auf die Originalfelge, ne? Richtig, genau. Ich stehe immer so weit auseinander. Ich Entschuldigung. Muss ich wieder. Muss halt über 21. Die von Elektro, ne? Die, ja, ja. Muss aber über 21 eingetragen werden halt. Also kann man natürlich auch drehen, ne? Ja, wieder fährt er rein rückwärts. Ach so. Schönes Bike. Ich muss sagen, natürlich jetzt schwarz-matt hin oder her, aber... Es ist eigentlich grau-matt. Aber ich sag dir, ein Airride wird dem Bike wieder mal ist das so gewisse Etwas noch geben. Gerade mit dem Heckfinder würde ich mal sehr gern sehen, wie das nachher die aussieht. Die Russen, ich glaube, sind Russen, Leon, gell? Ja. Die haben immer Airride oder fast immer Airride. Dann ist das natürlich, ja, bereit. Dann wird das. Man muss aber dazu sagen, dass der Alex auch gesagt hat, er schaut sich das jetzt so an. Ja. Das ist für ihn jetzt keine Pflicht. Aber es kann sein, dass er seine Meinung noch ändert. Wird er. Ich würde eins reinmachen. Wird, ja. Ja, definitiv. Weil man muss sagen, da steckt jetzt auch schon einiges an Geld drin. Ja. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, ungefähr, wie das Bike jetzt hier steht. Ich denke mir mal, so wie das hier steht, kostet das ungefähr mit inklusive der Maschine 42.000. Ja, hätte ich auch gesagt, 42.000. Ja. Ja. Ich finde, da tut das Airride mit den, weiß ich nicht, 1,5. Ja, ist so. Weil für die Optik, wie beim Ressus, ja. Ja, das war nochmal eine andere Geschichte. Wirklich. Und, um Ressus nochmal zu zitieren, er hat es ja nur wegen der Optik gemacht, ja, aber es ist natürlich viel bequemer zum Fahren. Definitiv. Weil er natürlich die Federung so einstellen kann, auch mit dem Modul jetzt, dass das passt für ihn. Das heißt, wie heißt der Besitzer? Alex. Alex. Alex.
Go Alex, wir brauchen Airride. Airride! Ich würde das gerne sehen, wirklich, würde mich sehr interessieren. Spiegel finde ich schön, sogar die Griffarmaturen finde ich schön. Ich finde das alles sehr stimmig. Das passt gut. Ja, Blinker sind schön. Avon-Griffe wieder drauf. Perfekt. 42.000 Euro ungefähr. Ja gut, du musst ja rechnen. Leon, was kostet jetzt 27 nackig? Glaube ich. Gut, er hat jetzt natürlich weniger bezahlt. Er hat ja noch 20 gekauft. Ja. Da war die, glaube ich, 24 oder so. Ja. Aber was so kostet jetzt der Umbau so, sag ich mal? Kann man das mal sagen? Es sind ein paar Sachen dazugekommen. Was weiß ich? Ungefähr 16, nur. 17, 16.000, keine Ahnung. Das ist ja schon Wahnsinn eigentlich, ne? Ja. Wenn du überlegst. Was ich auch bei dem Airride schön finde, dass du nicht mehr diese Stellrädchen hast. Hier in der Seite rechts. Ja, gut. Wenn das wegfällt, finde ich die Optik noch mal schöner, oder? Weil ich finde, das ist so ein bisschen, das sieht jetzt wie beim BMX so. Wobei man muss dazu sagen, es funktioniert ja. Ja, gut, das mag ja möglich sein. Man muss es ja auch straff stellen, weil du halt sonst auch aufsetzen würdest. Dann wünschen wir dem neuen Besitzer sehr viel Spaß mit diesem doch wundervollen Kraftrad. Ja, also ich finde es auch sehr schön. Hast du schön gemacht. Schlicht. Oder habt ihr schön gemacht? Oder schlicht, wir. In Kombination. Man muss dazu sagen, haben wir umgesetzt, aber die Änderung hat ja Alex entschieden. Das heißt also, Alex wollte den Tankbeiter, Alex wollte den anderen Heckfender und Alex wollte den anderen Frontfender. Ja. Deswegen ist, und Alex wollte auch die andersartige Tasche jetzt von der Form her. Deswegen sieht es jetzt, sage ich mal, ein bisschen anders aus als die anderen Dinger. Ja, okay. Ja, wie gesagt, können wir ja sagen, die Leute wollen immer Infos haben. Achso, eine Sache noch. Ich sag's zwar immer, glaube ich, in dem Teaser vor dem Video. Achso, wir müssen ja stehen bleiben. 1860 Tickets sind jetzt, glaube ich, heute verkauft. Ja. Die Freundin von Kuba ist gerade hinten wieder am Falten. Am Briefumschläge falten oder Briefpapier falten, Aufkleber reinpacken. Geduldet euch bitte. Es kommen jetzt immer wieder Anfragen, wo sind meine Aufklebersets, wo sind meine Aufklebersets. Ich habe jetzt tatsächlich sogar zwei Leute, die bei PayPal einen Fall aufgemacht haben, weil die Aufkleber noch nicht da sind. Gut, wenn die Leute natürlich kein YouTube schauen und kein Instagram haben, sehen wir hätten das vielleicht bei der Homepage mit reinschreiben. Aber wenn sie es kein YouTube schauen, dann hätten sie auch nicht gewusst, dass es Aufklebersets gibt. Vielleicht kriegen sie es, ja, ist etwas schwierig. Also wie gesagt, seid bitte geduldig. Es ist wirklich mühsam, diese großen Chargen immer einzupacken. Ihr kriegt jeder versprochen, jeder kriegt dieses Aufklebersets. Ja. Und wenn es noch einen Monat dauert, aber ihr kriegt das versprochen. Es läuft jetzt, glaube ich, noch, Leon, wie lange? 4 Wochen? Wochen. Ich glaube, 4 Wochen ungefähr. Ich schätze mal, dass wir können jetzt schon behaupten, dass das Projekt positiv endet. Ja. Ja, wir haben natürlich uns eine eigene Grenze gesetzt, wo wir sagen, okay, ab dem Punkt geht es nur noch, also können wir was richtig Krasses bauen. Aber wir sind ja schon langsam dran. Ich denke mir mal, wenn wir 2,5 zusammenkriegen. Also wir haben ja so eigentlich mit 2250, 2,5, dann können wir schon was richtig auf die Beine stellen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja. Was ich denke mal. Ja. Alles ansonsten, klar. Ne, gibt nicht viel. Ich muss sagen, die Videos, ja, wo wir im Hafen waren, sind sehr, sehr schön angekommen. Ja. Auch die Location. Sehr geil. Da wollen wir auch wieder öfters hin, dass wir doch mal so ein paar Themen da rausnehmen und die speziell vorstellen. Weil es wirkt doch noch mal anders wie hier auf dem Parkplatz. Definitiv. Ja. Das war ja jetzt wieder spontan, weil die Motorräder morgen abgeholt werden. Ja. Und ich halt letzte Woche in Urlaub war. Und die Jungs natürlich auch beschäftigt sind und nicht immer Zeit haben. Deswegen haben wir das jetzt halt spontan wieder gemacht. Ich muss sagen, es hat auch mal anders Spaß gemacht, das mal eine Location zu machen. Wobei es sehr warm war an dem Tag. Es war brutal warm. Und du hast zweimal Leute beschimpft. Ja, aber höflich. Okay. Aber höflich. Also, wie gesagt, wir haben schon lange nicht mehr gesagt, glaube ich, abonnieren, kommentieren, liken, teilen. Und, darf ich sagen? Du wolltest noch was sagen zu mir. Am Ende des Videos sagst du. Ja, du hast es ja eben schon so ein bisschen vorweggenommen. Das, was mir wichtig ist, dass wenn die Leute ja, auch letztens war ich ja schon mal hier gewesen, sagten, oh, ich würde dich immer ärgern und so. Ich glaube, dass du es einschätzen kannst, wenn wir ein bisschen Spaß untereinander machen. Mhm. Und ich das auch darf. Oder? Natürlich. Okay, gut. Das will ich den Leuten nur mal sagen. Natürlich. Dass, was die Leute, die sehen uns ja jetzt nur immer so in unserem Dreierflow hier. Man muss ja dazu sagen, wir sind ja keine Arbeitskollegen, sondern wir sind Freunde. Mhm. Ja? Und ich kann sogar sagen, wir sind, wie gesagt, Leon ist ja, ich kenne ihn, Basti, länger als Leon. Aber wir beide zum Beispiel sind schon sehr eng befreundet und wissen auch sehr, sehr viel voneinander. Ja? Wir haben auch schon, und wir können auch tiefgründige Gespräche führen und nicht nur Blödsinn machen. Ja? Und deswegen, ich diss ihn und ärgere ihn genauso oft, wie er mich ärgert. Und ich
für mich ist das kein Problem und ich würde mir wünschen, wenn ihr das einfach auch als Spaß aufnehmen würdet. Aber ich finde das süß, die Leute, die dich in Schutz nehmen. Ich find das ja, ich finde es auch manchmal also, faszinierend. Wir haben letztens darüber gesprochen, es gibt ja, sag ich mal, bestimmt 10.000 Kommentare, die wir mittlerweile haben, nach anderthalb Jahren Videodreh. Es gibt kein einziges, keins, was gegen dich spricht. Ich finde das sehr schön, aber ich denke mir so, Alter, der hält seinen nackten Arsch. Doch, Kamera. Wo es ist, ist bei Facebook, da ist es ganz anders. Bei Facebook, da sind ja, auch richtige Humor und da sind auch richtige... Alter. Das ist, finde ich, ich finde das, ich habe es, glaube ich, schon mal Facebook gesagt. Facebook ist tot. Ich finde es wirklich faszinierend, wie. Guck mal, wir haben auf das Belgien-Video eigentlich nur positiv und einer hat geschrieben, nicht mein Fall, ja, aber bla bla bla, macht okay, weiter so. Okay. Also, und das ist ja auch legitim. Wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht und dann kannst du das auch äußern. Aber bei Facebook, ich habe da wieder Kommentare. Ja, das ist, glaube ich, boah, auch die Generation. Ich glaube, dass die Generation bei Facebook einfach. Aber das teilweise. Das kann man eigentlich auch löschen, Facebook mittlerweile, glaube ich. Ja, du darfst aber nicht, weil ich habe bei Facebook auch über 30.000. Ja, Follower. Aber ich glaube nicht, dass da. Weil dann und die Videos werden ja automatisch jetzt da auch verlinkt. Weil ich das da hochlade. Weil du es, genau, weil du es machst. Wird alles automatisch. Das geht alles automatisch heutzutage. Man muss nichts mehr machen. Das ist die Basti-Automatik-Variante. Ach so, für die Leute bei Instagram. Wir beide machen Instagram natürlich. Ich beantworte ab und zu, aber ab und er macht zu, alle... Zum größten Teil mache ich das. Aber deswegen, wenn ihr schreibt, schreibt nicht, ey, Frank so und so, sondern ich leite das dann weiter an ihn. Ja. Oder wenn er was schreibt, dann auch liebe Grüße Frank. Ja, weil viele kommen durcheinander und sagen so und so. Das heißt... Das vergesse ich manchmal auch, dass ich Grüße Frank unterschreibe. Ach so, und das tut mir bitte einen Gefallen. Wir kriegen da wirklich viele Anfragen, wo wir von Motorrädern eine Anzeige geschickt bekommen und wir sollen die Meinung dazu sagen, ob man das Bike kaufen kann. Mhm. Nimmt uns nicht für übel, wir sind keine Kaufberatung dafür, oder? Bin ich der Meinung? Ich habe jetzt, ich muss dazu sagen, ich hatte im Urlaub, wenn ich dann ein bisschen da saß, habe ich auch wieder zwei so Sachen beantwortet. Wenn ich die Zeit dazu finde und Muse habe, gucke ich da gerne drüber. Und es ehrt uns auch sehr, dass er uns fragt. Das war grad nicht böse gemeint. Ja? Aber es ist manchmal zu viel. Es ist manchmal zu viel. Wir versuchen wirklich fast alles zu beantworten, ja, manche Sachen gehen einfach nicht. Zu viel. Ja. Leon, hast du noch was? Nö. Leon, guck mal, er stützt sich schon am... Nee, ich habe meine Hand so ein bisschen höher. Ah, okay, seine Hand. Okay. Moment. Das kommt davon, wenn man den Boxautomaten zu sehr mag. Aber deine Hand kannst du auffüllen. Meine Hand ist auch drin. Also, darf ich jetzt sagen? Ja, peace and out. Peace and out. Ich war vor dir.